Herzlich willkommen, meine Freunde des Rollenspiels, zurück bei Let's Play Gothic 3. Im letzten Part sind wir etwas unsanft von dieser Klippe abgeschmiert auf dem Boden der Tatsachen und gestorben. Ich habe jetzt bis hierher weitergespielt, also nochmal gespielt. Wir haben jetzt vom guten Herrn wieder unsere Mission für die Wildschweine gekriegt und ich werde jetzt auch etwas tun. Und zwar, wenn es das denn jetzt tut... Ja, Spiel gespeichert. Ich wurde gebeten, dass... Ja, jetzt habe ich ein paar Frameskips, ja. Ich wurde gebeten, das Spiel öfters zu speichern, denn... Wenn uns sowas nochmal passiert, dann wäre ich ziemlich sauer. So, dann erstmal hier alles einsammeln. Und dann begeben wir uns wieder zu den bösen Wildschweinen, die uns letztes Mal ziemlich den Arsch versohlt haben. Wenn wir aber diesmal etwas schlauer rangehen, hier nochmal ein paar Pflanzen mitnehmen. Und da ist der große böse Wolf, der diesen bösen Vogel hier gehörig die Fresse poliert gerade. Aber da müssen wir dringend eingreifen. Und aufs Maul. 50 Erfahrungspunkte. Und etwas Fleisch. Und das sind die bösen Ochs. Vogel. Da. Da, böser Vogel. Böser Vogel hat Fleisch dabei. So, jetzt würde ich mal sagen, geht's gleich nach dieser Heilwurzel, nach diesem Eisenhalm und nach diesem Ogerblatt, geht's dann gleich Richtung Wildschweine. Und diesmal werde ich etwas taktischer an die Sache herangehen. Hier, Flammenbeere, immer doch, können wir alles bestimmt irgendwann gebrauchen. Da sind sie, die Bösen. Und da packen wir doch gleich mal hier unseren schönen Bogen aus und machen mal den Wildschweinjäger. Scharfschütze, Headshot. Und schon kommen sie alle angerannt, die blöden Viecher. Oh, ja, toll, dass der Tipp jetzt kommt. Jetzt springen die uns alle an, aber wenigstens machen die gerade kein Damage. Klicke mit der linken Maustaste, um den Zauber zu sprechen, um die Treffpunkte zu auszulösen, bla bla bla, linke Maustaste, ja. Okay. Ich wollte bloß gerade meinen tollen Feuerball auspacken, aber jetzt sind wir leider ziemlich am Arsch. Los, lauf. Lauf die Klippe runter. Da. Kriegen die uns hier? Nö, gut. So, dann packen wir mal unseren Bogen aus hier und geben den mal schön als in die Fresse. So. So, und jetzt können wir doch eigentlich mal hier den Feuerball hier. Piu! Oh. Ja, okay, der haut ziemlich rein. Ja, der haut wirklich rein. Aber ich will jetzt meine ganzen Feuerbälle hier verschwenden, eigentlich. Nee, dann nehme ich hier erstmal den Bogen. So, und jetzt schön mein Schwert. Hua, hier, ha, in die Fresse. Eine kleine hässliche Missgeburtssau. So, nochmal 100 Erfahrungspunkte. Und wir können ja jetzt hüpfen, stimmt, aber ich finde es voll schlau, dass das auf 0 ist. Das stelle ich mal kurz um hier, Einstellung, ja. Dann auf Steuerung, dann auf angepasst. So, wo haben wir es hier? Springen, 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 springen. Okay, 010er Tastatur, leck mich auf die Leertaste. Und was war das andere? Waffe ziehen war es. Das lag nämlich auf der Leertaste. Hat es das jetzt schon geändert? Wo haben wir das denn? Waffe ziehen, da ist es. Ja, okay, hat es schon geändert. Ich mache das hier immer auf der mittleren Maustaste, also... Huch, was ist denn hier? Ja, genau. So, wir spielen natürlich in der Third-Person-Ansicht weiter. Ich habe gerade irgendwie... Ja, okay, doch. Sorry, hatte gerade ein kleines Problem. Aber ist jetzt wieder alles tutti frutti hier. Dann können wir gleich weiterspielen. Ich erläutere jetzt solche Probleme, wenn ich die habe, erläutere ich nicht, weil die sind total unwichtig. So, du fette Sau. Der war voll daneben. Einmal so probieren. Ja, das war doch schon besser. So, du alte Sau, komm her. Oh, jetzt ist es irgendwie ein aggressives Wildschwein. Gerade eben war es ja noch gar nicht aggressiv oder so. Zum Glück. So, und jetzt hier. Ha, ja, ich hasse das, wenn die weglaufen. Da müsste ich mir mal ein bisschen bewegen, glaube ich. So, ha, hier.
So, und da haben wir unsere erste Nebenquest abgeschlossen. Glaube ich zumindest, dass es eine Nebenquest war. Vielleicht wird es später auch von Bedeutung sein, wenn wir da irgendwie Holz brauchen, die gar kein Holz haben, wegen der Holzfällung. Keine Ahnung. Weiß ich ja alles noch nicht. Aber hier war nichts meines Erachtens. Hier so ein komische Pflanzengedönse. Ansonsten nix hier im Wald. Hier so ein kleiner Halm. Oder, ja, hier, okay, das ist ein Eisenhalm. Ist gerade eben irgend so ein hässliches Kraut. Heilpflanze. Ansonsten ist hier nix. Dann gehen wir doch mal zu unserem netten Herrn Questgeber und quatschen mal mit dem. Der wird doch sicher erfreut sein. Die aggressiven Wildschweine sind erledigt. Ihr könnt wieder an die Arbeit gehen. Endlich mal jemand von euch, der sich um unsere Sorgen kümmert. Danke, Krieger. Hier hast du mein Gold. Yeah! Level up! 30 Gold erhalten. Und Erfahrung ist ja wunderbar. So, erstmal hier, ja. Den hier machen. Speichern, natürlich. Ich werde es nicht so oft speichern, weil das leider etwas dauert. Aber naja. Kümmere dich besser um deinen Kram. Ich habe kein. Haben wir gerade genießt. Erstmal Pause machen. Ja, genau. So. Wenn du durch die hiesigen Wälder streifst, solltest du äußerst vorsichtig sein. Immer Die doch. Orks haben überall ihre Speer in diesem Gebiet. Ja, haben wir gemerkt, Gelfort. Erzähl mir etwas über diesen Ort. Du bist hier im größten Rebellenlager an der Küste. Wir nennen es Reddok. Viele königstreue Menschen, die noch nicht von den Orks versklavt wurden, verstecken sich hier. Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Spitzel der Orks bist. Sonst machen wir mit dir kurzen Prozess. Verstehe. Wir doch nicht. Obwohl ich es hier nicht gerade so groß finde. Also, naja. Die Orks wissen nichts von diesem Rebellenlager? Wenn die Orks wüssten, dass wir uns hier verstecken, hätten sie uns bestimmt schon getötet. Okay. Erzähl mir mehr über euch, Rebellen. Wir sind die einzigen freien Menschen in Myrtana, die noch gegen die Orks kämpfen. Unser größtes Problem hier an der Küste sind die Ork-Patrouillen. Letzte Nacht sind sie uns schon gefährlich nahe gekommen. Tja, also Wo sind aufpassen. diese Ork-Patrouillen? Eine ständig wandernde Ork-Patrouille befindet sich momentan zwischen uns und Ardea. Die zweite hat sich im Osten auf einem Bauernhof zwischen uns und Kap Dun eingenistet. Wenn wir uns nicht bald darum kümmern, werden sie Redok auf kurz oder lang finden. Ich rieche die nächsten Quests. Was ist mit den Menschen, die für die Orks arbeiten? Die meisten von ihnen sind Sklaven. Es gibt aber auch menschliche Orksöldner. Sie dürfen sich in gewissen Grenzen frei unter den Orks bewegen. Ich kann nur hoffen, dass du dich nicht mit ihnen einlässt. Also Verräter. Bin ich ja nicht so Fan von. Warum soll ich die Orksöldner meiden? Menschen, die mit unserem Feind paktieren, sind der Feind. Der Weg des Orksöldners ist einfach, ohne Freiheit und gegen unseren Gott Innos. Ja, Innos ist auch mein Gott, natürlich mein privater Gott, abgesehen natürlich von Chuck Norris, ist klar. Das ist der einzig wahre. Ich werde der Ork-Patrouille auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig! Wenn sie dich für einen Rebellen halten, werden sie dich auseinandernehmen. Ja, mit unserem Schwert und Bogen wirken wir ja natürlich gar nicht wie Rebellen. Und da haben wir auch unseren ersten neuen Quest hier, den wir machen müssen. Aber lass mal weiter. Ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. Na gut. Pass aber auf, dass sie unser Lager hier nicht finden. Klar doch. Und schon wieder eine Quest. Ist ja wunderbar. Ich komme aus Ardea. Wir haben die Orks aus dem Dorf getrieben. Rede mit Javier. Er weiß schon Bescheid. Einer unserer Späher hat das Ganze beobachtet. Javier ist unten in der Höhle. Ach, wir wurden bespitzelt und jetzt sollen wir mit Javier gehen, aber hier können wir Lass uns handeln. handeln. Ach so, na schön, Tipp Gelfort. Hier kannst du Waren kaufen und verkaufen oder auch tauschen. Ziehe einfach die gewünschten Gegenstände, die du kaufen möchtest, in dem Inventar des Verkäufers. Das Feld links unten, falls du Gegenstände verkaufen willst oder tauschen möchtest, ziehe diese an deinem Inventar in das Feld rechts unten. Wenn du die Waren gleich viel wert sind, kann getauscht werden. Falls die Waren unterschiedlich viel wert sind, kann die Differenz durch die Schaltfläche Goldausgleich bezahlt werden.
Okay, so kriegen wir wohl unser Gold. So, was hatten wir Schönes hier? Rüstungen, die sind aber sehr teuer. Und Münzen. Wir können für Gold Münzen kaufen. Wofür wir die brauchen, weiß ich jetzt noch nicht so, aber was können wir denn hier mal weggeben? Hier, das Schwert, das ist doch deutlich schlechter als unseres. So, machen wir hier mal Gold aus. Also Goldwert 45. Keine Ahnung, was das macht. Darüber geht natürlich nicht. So, Gold tauschen. Goldausgleich. So, jetzt haben wir da 45 Münzen. Tauschen. So. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Hier irgendwie das ganze Zeug. Das wird man bestimmt alles noch brauchen später. Also verkaufe ich das jetzt nicht. Außer hier Brot. Irgendein Brot, Fleisch. Waren Ragout, ja, Wanzen Ragout, ja genau. Herrschkraut, Heilpflanzen, Scampen, Ei, Apfel kann er weg. Rohes Fleisch behalten wir. Ansonsten hier, ja, die Grütze. Die Grütze brauchen wir natürlich auch nicht. So. Dann hat er uns so ein bisschen was abgekauft. Wir haben Scheiße, ich bin so dämlich. Wir haben gerade. Hast du nichts zu tun? Nein, ich habe nichts zu tun, außer mich gerade über meine eigene Dummheit zu beschweren. Wir haben gerade mit dem guten Herr Gelfort getauscht, ohne Gold zu bekommen. Das war, ja, nicht so toll. Und zurückkommen können wir es natürlich nicht. Lass mich in Ruhe. Ja, ja. Du musst schön geschmeidig bleiben. Na, und wie geht's euch so? Mach hier keinen Ärger, klar? Ich doch nicht. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Nein, habe ich nicht. Ich doch nicht. Ich bin voll hobbylos. Lass mich. Warum denn? Was willst du? Ich will, dass du mich nicht mehr nervst. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Nein, habe ich nicht. Lass mich. Oh, Mann. Warte mal. Hey, willst du mein Freund sein? Was willst du? Ich will, dass du mein Freund bist. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Ich bin größer als du. Naja. So viel dazu. Ein Rebell. Lass mich in Ruhe. Der klingt ja noch netter. Also so gesonnen sind wir uns hier. Oh, Krötenwurz. Krötenwurz, Krötenwurz, Krötenwurz. Irgendeine hässliche Pilze. Hier wieder ein bisschen Morgenblau. Was mich auch so ein bisschen an dieses Schlumpfeis erinnert. Naja, hier Dämonenpilze. Ja, nix. Den Kristall nehmen wir natürlich nicht mit, aber die ganzen hässlichen Pilze nehmen wir natürlich alle mit. Hier Krötenwurz, 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 Krötenwurz. Hier eine Zauberwurzel und nochmal eine. Hier natürlich wieder das Morgenblau alles mitnehmen. So, dann hier Krötenwurz, Krötenwurz. Wer weiß, wozu es gut ist. Rebell. Mach dir keinen Ärger, klar? Nein, werde ich nicht. Hast du nichts zu tun? Nein, habe ich nicht. Kümmer dich besser um deinen Kram. Aber ich habe doch nichts zu tun. Mach dir keinen Ärger, klar? Boah. Ich komme voll nett auf den zu. Der Autsch. Männern tut das weh. Einer von oder zwei von euch wissen das ja vielleicht. Autsch. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ja, der ist nett, der ist nett. Der kommt. Stör mich nicht. Ja, aber trotzdem klingst du nett. Na? Mach hier keinen Ärger, klar? Ich doch nicht. Aber der hat einen sexy BH an irgendwie. Zumindest sehe ich das so. Weiß ich ja nicht. Rebel. Hast du nichts zu tun? Nein, habe ich nicht. Das werden wir aber ziemlich oft gefragt. Oh, hey, Sibi. Was? Ach so. Ich bin etwas schreckhaft. Tut mir leid. Was kann ich für dich tun? Okay, also mal davon abgesehen, dass wir gerade hier reingekommen sind und der uns die ganze Zeit gesehen hat und dann irgendwie, sobald wir anfangen zu sprechen, erschrickt, naja. Wer bist du? Mein Name ist Sebastian. Ich bin der Alchemist hier in Redok. Ah, einer mit Gehirn. Okay, da können wir sicher noch ein bisschen vom profitieren. Du trägst die Kleidung eines Feuermagiers. Vor dem Krieg war ich hoher Magier des Feuers. Es kam der Tag, an dem wir Feuermagier unsere Runenmagie verloren. Und kurz darauf war der Krieg vorbei. Die Robe ist alles, was mir von meiner Würde geblieben ist. Ach, du hattest mal Würde. Ach so.
Wusste ich ja nicht. Warum habt ihr Feuermagier die Magie verloren? Ich habe schon viele schlaflose Nächte hier verbracht, um diese Frage zu beantworten. Ich weiß nur, dass wir den Orks ohne die Runenmagie nicht mehr viel entgegensetzen konnten. Viele Feuermagier wurden getötet. Und die, die das Fiasko überlebten, flohen in die Wälder. Okay, es geht in diesem Spiel viel um Runen und Magie. Was wirst du nun tun? Ich werde hier in Redok bleiben und die alten Schriften unserer Vorfahren studieren. Legenden besagen, dass das alte Volk eine eigene Art der Magie besessen hat. Sie war völlig losgelöst von Hilfsmitteln wie unseren Runen, von denen wir unsere Macht bezogen. Ach ja. Erzähl mir mehr über die Magie des alten Volkes. Sicher ist nur, dass es das alte Volk gegeben hat. Und man ihre alten Artefakte in ihren Ruinen auch heute noch überall finden kann. Der einzige Weg, mehr über ihre Magie zu erfahren, ist, die Geheimnisse dieser Ruinen zu lüften. Alle überlebenden Feuermagier untersuchen das alte Wissen. Ich schätze mal, das wird auch so einige Quests von uns beinhalten, dass wir das rumschiffen. Erzähl mir etwas über Alchemie. Es ist die einzige Möglichkeit, sich ohne die Magie zu heilen und zu stärken. Ich bin kein Experte, jedoch reichen meine Fähigkeiten aus, Redok mit dem Nötigsten zu versorgen. Will ich auch. Erzähl mir mehr über die Artefakte des alten Volkes. Die Orks sind wie besessen auf der Suche nach diesen wertvollen Relikten. Jeder Händler im Land weiß das und wird dir einen entsprechend hohen Preis dafür bieten. Viele Artefakte sind auch für uns Magier von hohem Wert, so wie die Feuerkelche zum Beispiel. Ich glaube, wir gehen in nächster Zeit Feuerkelche schnicken und gehen nochmal hier beim Sebastian ein bisschen abbranzen. Lehre mich dein Wissen über Alchemie. Das werde ich gerne tun. Ich habe nur leider gerade nicht genug Zutaten da, um es dir zu zeigen. Wenn du mir 10 Heilpflanzen besorgen kannst, teile ich mein Wissen mit dir. Okay, jeder hier will das Wissen besorgen. Diese Pflanzen wachsen fast überall. Ich denke, es wird kein Problem für dich sein, sie zu finden. Okay, neue Quest. Heilpflanzen besorgen. Okay, kriegt man hin. Was ist an den Feuerkelchen so Besonderes? Die Feuerkelche sind uralt und gelten als verschollen schon seit vielen Jahren. Es heißt, dass sie mächtige magische Fähigkeiten besitzen. Aber ich bin kein Experte. Wenn du einen Feuerkelch finden solltest, dann bringe ihn zu meinen Ordensbrüdern nach Nordmar. Sie werden dir mehr darüber sagen können als ich. Alles klar, und hier können wir auch bei dem handeln. Lass was uns hast Schönes. Wäre doch ein Gag, wenn er jetzt hier Heilkraut im Inventar hätte. Aber sieht nicht so ganz danach aus. Schade. Wäre echt voll lustig gewesen. Wie viel haben wir? 3. Okay, müssen wir nochmal eine Runde wandern gehen nachher. Ansonsten den ganzen Scheiß, den behalten wir mal. Wir haben ja gesehen, dass wir das Zeug irgendwie mal brauchen können. Naja. So, hier ein Alchemietisch. Aber machen können wir hier noch nicht so viel. Da, ja. Ansonsten ist hier nichts außer ein Bett. Da können wir uns doch mal eine Runde reinhauen und, ja, bis mittags schlafen. Ja, und schon sind wir wieder fit. Und weiter geht's. Na? Willkommen, Fremder. Was kann ich für dich tun? Brauchst du Nahrung, Kleidung oder vielleicht einen starken Schluck aus der Schnapsflasche? Marlow verkauft dir alles, was du hier an der Küste brauchst. Wer bist du? Ich glaub mal, der heißt Marlow. Glaub ich jetzt mal. Wer bist du? Ich bin Marlow. Echt jetzt? Ich bin der beste Händler hier an der Küste, von Ardea bis Kap Dun. Was mich vor allem interessiert, sind Wertsachen. Silber, Gold, Edelsteine, ich nehme alles. Schön, haben wir aber alles nicht. Was machst du mit dem Kram? Ich kenne Wege, das Zeug in blanke Münzen zu verwandeln, und die brauchen wir. Du unterstützt also eine gute Sache, wenn du mir das Zeug bringst. Der Typ hat einen langen Spender. Nur so. Wir haben Leute in den Städten, die sich um Nachschub kümmern. Wenn du uns erstmal ein paar Wertsachen besorgt hast, werden sie sich dir zu erkennen geben. Ich rieche neue Quests. Naja. Was gibt's hier an der Küste was zu holen? Ich kann dir ein paar Infos geben. Allerdings nicht umsonst. Natürlich. Boah. Naja, wir sind reich. Wir haben jetzt gehandelt. Wir haben Gold. Also. Was gibt's in Kap Dun? Dieser dicke Alchemist in Kap Dun hat eine Truhe, wo er sein Zeug aufbewahrt. Die Orks bezahlen ihn mit der Beute aus ihrem Kriegszug. Da sollte was zu holen sein. Interessant, und in der Wildnis? Was gibt es in der Wildnis der Küstenregion? Die Gegend hier wird vornehmlich von Banditen beherrscht.
Der Boss dieser Bande heißt Ortega. Er sammelt seine Beute in seiner Höhle irgendwo im Norden. Wenn es was an der Küste zu holen gibt, dann dort. Ah ja, und jetzt können wir auch mit dem handeln. Lass uns handeln. Aber ein Schmiedehammer, Dietrich, Schnaps, Fackel, Weltkarte, Spitzhacke. Können wir eigentlich gebrauchen, aber das sieht mehr nach einer Axt aus eigentlich. Aber naja. Was ist mit unserem Zeug? Unser Zeug, das können wir ja irgendwie noch nicht benutzen, aber das behalte ich lieber mal. Weil irgendwann werden wir das ja können. Ich mache jetzt erstmal nix hier. Das Zeug kaufe ich dann, wenn wir es gebrauchen. Also, wenn wir es brauchen. Oh, eine Truhe. Können wir jetzt hier bei dem klauen? Hey, Finger weg! Okay, anscheinend nicht. Ey, Marlo, ey, ich bin doch dein Kumpel. Ey, chill mal. Boah, chill dein Leben, ey. Ich wollte doch nur mal ein bisschen spannern. Boah. Wir haben Marlo umgelegt und 50 Erfahrungspunkte erhalten. Und was hat er denn so Schönes? Alles natürlich mitnehmen. Und jetzt schauen wir mal in die Truhe. Wundert mich aber, dass die tollen Wachposten, die hier überall rumstehen, gar nichts tun. Also die interessiert das gar nicht sehr. So, ansonsten hier nix. Nix. Ein Pult. Kannst du diesmal lesen? Bitte sag mir, dass du lesen kannst. Wir sprechen uns noch. Was? Hi, Marlo. Siehst du ja richtig fit aus. Verschwinde! Okay. Ganz cool bleiben. Ich mache auch nie wieder was. Also, Rebell. Was willst du? Ich will du Geld. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Nein. Lass mich in Ruhe. Was willst du? Hab ich schon gesagt. Na, so aufschlüssig sind die alle hier nicht, also. Oh, Rebellen und Rebell. Sollen wir nochmal auf die losgehen? Komm, wir gehen nochmal auf die los. Hey, Finger weg! Und ab geht's! Team Deathmatch! Hua. Was labert der? Oh. Ja toll, die hat ein Schild, jetzt kriegen wir aber schon. Also so leicht kicken hat man jetzt schon auf die Mütze gekriegt, aber. Okay, dann nehmen wir uns erst den Rebellen vor. So. Dann haben wir den und jetzt noch auf die schöne Rebellin. Auf die holde Maid. Was haben wir denn hier? Ein Breitschwert, ein rundes Schild. Und was hat die so in der Hosentasche? Naja. Und ein Orkschlechter. Und ein Rebell. Ein Jagdbogen, ein schöner. Ja, nehmen wir doch natürlich alles mit. So, der Part neigt sich dem Ende zu, meine Freunde. Schauen wir nochmal hier in die Truhe rein. Dann gibt's ja auch Schönes. Wir sprechen uns noch. Natürlich mit werden wir das. Mit Diebespakt will ich nicht du zu tun schon haben. Sehen, was du davon hast. Verschwinde. Verschwinde. Lass dir bloß nicht einfallen, hier was zu klauen. Oh, ich klaue schon nichts. Ja, das war's dann so erstmal für diesen Part. Werden dann im nächsten Part weiter in dieser Höhle vorstoßen, die größer ist, als ich dachte, muss ich zugeben. Also, ist hier schon ganz schön groß. Ich krieg jetzt meinen Charakter leider nicht in so eine coole Aufnahmeposition und... Nee, so geht's auch nicht. Naja, ist ja auch egal. Hat mich gefreut, dass ihr mir dabei wart bei Gothic 3. Bis dahin, bis zum nächsten Part. Und meine Freunde, sage ich hier, ciao.